Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Miners Settlement. Ein sah ganz interessantes Spiel. Adam Rob. Und wir nehmen uns einfach mal unseren Charakter mit. Schuhe, man sieht einfach gar nichts bei den Schuhen. Ah, ich bin was Customizing angeht immer ziemlich. Ich mag das. Ich möchte gerne einen Kerl haben. Select your age. Hold left, right to walk. Okay, das heißt, wir werden mal hier A hinpacken. Und da D. Klicke zum Fällen. Nee, da muss mit dem labern, der Typ. Alter, kannst du das noch kleiner machen? Ich finde, du sollst es noch kleiner machen. Ich finde, das habe ich noch nicht. Ich kann auch was lesen, sagen wir es mal so. Ich finde, das Spiel soll das noch etwas kleiner machen. Klicke zum Fällen. Holz. Aha. Und der Baum scheint endlos groß zu sein. Auto, was ist Auto? Okay, guck mal. Auto. Einfach Auto klicken. Und der ist einfach. Das ist einfach riesig, der Baum. Ja, ja, ist okay. Ich gehe schon weiter. Benötigte Artikel, gewöhnliche Spitzhacke. Also benötigte Artikel, okay. Gehen wir weiter dahin. Haus. Ich hab's aufgebaut. Belohnung 5 Gold, 5 Holz, 2 Gems. Es sieht so aus, als wäre alles getan. Du kannst mir Aufgaben erhalten, wenn du regelmäßig arbeiten erledigst, wie Bäume fällen oder mit rein aus der Mine suchen. Gut, nächste Quest. 10 Holz soll ich sammeln, habe ich gemacht. Kein Ding. Erbauen Trainerhaus. Okay, muss ich links lang, alles klar. Let's go! Ich glaube, ich werde diese A und D. Ja, außerhalb hinpacken. So. Trainerhaus. 15 Holz brauche ich dafür. Easy peasy. So. Sagt er noch was? Können wir reingehen? Wir können Schnecken kaufen für 100 Gold. Habe ich aber nicht, wa? Nö. Was haben wir hier? Ein Markt. Alles verkaufen. Du bekommst 15. 185. Easy. Jetzt kann ich mir was kaufen. Kann ich mir eine Schnecke kaufen. Plus 30 Holz pro Minute. Aha. Das ist natürlich cool. Ach, der macht's tatsächlich, ja. Die Schnecken bauen echt das Zeug ab. Ich kann mitmachen. Let's go. Wie viel Holz wir einfach kriegen, ist ja Wahnsinn. Cool, das heißt, ich muss selber nicht mehr viel machen. Zumindest nicht das Holz einsammeln. Aber das Holz kriege ich gar nicht. Noch nicht, oder? Achso, ich habe eine neue Quest wahrscheinlich, oder? Nee, noch nicht. Ach doch, okay, ich muss die Quest erst abgeben, bevor ich eine neue kriege, alles klar. Hi Jack. Ich soll dem 25 Holz geben, bitte sehr. Und jetzt gibt er mir wieder eine neue Quest. Das ist halt einfach ultra klein, ich kann das nicht lesen. Kann ich das Hut ein bisschen größer machen? Link your account. Ändere deine Sprache, Personals. Nee. Das ist so klein, ne? Ultra winzig ist das. Ich brauche 85 Dollar. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen Holz. Ich habe doch jetzt Holz bekommen, ne? Guck mal, die Schnecke sammelt das für mich ein? Tatsächlich, ne? Wenn sie rüberläuft, ist okay. Lass mal alles verkaufen. In der Zeit kriegen wir schon noch genug Holz. So, trainiert. Haben wir eine Schnecke? Wir gehen uns noch eine Schnecke holen. Oder wir können sie verbessern. Was ist der Unterschied? Jetzt habe ich zwei Schnecken, ne? Und jetzt wird halt jede Schnecke verbessert. 105 Holz die Minute. Spielen und steigern. 7 Klicks pro Sekunde. Stufe. Alter, ist das krass. Okay, nächste Quest. Mhm.
Baue Schmiede. Okay, wo haben wir die Schmiede? Links haben wir die Schmiede. Wir haben 88, 90 Holz haben wir jetzt. Sollte hinhauen, oder? Oder baue ich jetzt Stein? Ne, ich brauche tatsächlich immer noch Holz. Schmiede. Ich habe einen Bauplan bekommen. Warte, den Bauplan muss ich mir kurz abholen. Und jetzt wollen wir uns die Spitzhacke bauen. Na, kommt wieder einer. Muss gleich in die Mine gehen auf jeden Fall. Schmiede bauen. Bauen wir die Spitzhacke. 25 Holz und 100 Dollar brauchen wir dafür. Dann kriegen wir eine gewöhnliche Spitzhacke. So, dafür kriegen wir 2 Gems. Und ich brauche die Schnecke verbessert auf Stufe 3. Habe ich auch schon Schnecke verbessert auf Stufe 5. Und ich brauche 200 Holz für den einen. Und jetzt kann ich in die Mine gehen, ja? Möchtest du, dass ich in die Mine gehe? Soll ich in die Mine gehen? Geh in die Mine? Mine, Mine, Mine? Und die Schnecken sammeln hier ist ja Wahnsinn. Steinhöhle. Nochmal aufbauen. Und ab geht die Luzi. Ich brauche eine Axt. Habe ich keine. Doch, habe ich. Nee. Achso, ich muss jetzt... Ah, okay. Ja, ja, verstehe. Wir müssen die Spitzhacke einsammeln. Herz des Berges. Okay. Jetzt können wir... Ich hoffe, wir können noch eine Schnecke hier unten hinpacken. Das möchte ich gleich mal probieren. Aber aus Steinhöhle. Wir brauchen 10 Steine. Gut, die 10 Steine werden wir mal kurz selber hacken. Gut, dass es Auto gibt, ne? Auto-Hacking. Auto-Hacking. So, da haben wir es gehackt. 10 Stück haben wir. Gehen wir gleich mal raus. Ein alter Mann. Okay, erledigt. Erbaue Totemschnecke verbesserte Stufe 5. Aber ich bräuchte gerne eine neue Schnecke für den Stein. Für das Stein. Ach, da gibt es eine Krabbe. Sehr nice. Für 1000. Na, das sollte kein Ding sein. Gehen wir es da zum Markt. Verkaufen eben das Komplette. 1070 kriegen wir dafür. Und damit können wir uns jetzt eine Krabbe kaufen. Und wir können sie nochmal verbessern um zweimal. Einmal, okay. 15 Stein pro Minute. Das heißt, alle 4 Sekunden ein Stein. Das ist völlig okay. Können wir mitnehmen. So, wir brauchen 200 Holz. Das machen die Schneckels schon. Kein Ding. Wir können gerne noch ein bisschen mithelfen hier. Oder ich könnte gucken, was passiert, wenn ich hier rein möchte. Eine Kohlehöhle. Ah ja, verstehe. Verstehe, ne? Können wir ein bisschen mithacken. Oh, die macht aber echt viel Schaden, ne? Die Krabbe. Okay, das ist ultra viel. Ultra viel Dings, was ich kriege. Ultra viel Stein, das kann man gut verkaufen, ne? Lass uns das kurz mal sellen. Okay, 5000 kriege ich dafür. Dann können wir die Krabbe tatsächlich noch einmal kaufen. Da habe ich 2 davon. Und noch ein bisschen verbessern. Genauso wie wir die Schnecken noch eine kaufen können. Können wir noch 2 kaufen. Damit wir mehr Ressourcen jederzeit bekommen. So. Was haben wir hier? Eine Kiste. 25.000 Holz und 10.000 Stein. Ist überhaupt nicht viel. Wir können uns selber ändern. Und hier sollen wir das Totem aufbauen. Für 25 Steine und einmal diesen Herz des Berges. Ein wertvolles Artefakt. Easy. Machen wir. So, da haben wir genug Steine. Newbie Week Bonus. Erstmal kriegen wir 15 Juwele für heute. Und Bewahrer Marv spricht zu uns. Ich soll ja eine Aufgabe erfüllen. Erstmal bauen wir das Totem zu Ende. Wir haben genügend Holz. Und ein Gast auf Schnecke verbessert Stufe 5. Dann lass uns erstmal die Schnecke auf Stufe 5 verbessern. Oh. Was möchtest du von mir? Eine Katze. Private Message. Das ist ein Chat. Was will ich mit dem Chat? Gar nichts. Mailbox. Ist empty. Dann lass uns erstmal ein bisschen Holz verkaufen. Oh. Jetzt habe ich auf alles gedrückt. So, verkaufen wir nur einen Teil davon. Dann kann man hier mal die Schnecke auf Level 5 verbessern. So. Kiste.
Abholen. Jetzt kann man die nächste kostenlos und kostenlos jetzt abholen. Ein Katzeteil. Okay. Jetzt haben wir die Quest erledigt. Geht er? Krabbeverbesserungsstufe 2 haben wir auch erledigt. Er baut Gastes geöffnete Tickets 1 von 2. Krabbe verbessert auf Stufe 5. 2 von 3. What? Gut, dann lass ich erstmal weiterbauen. Ich werde weiterhin nach rechts laufen. Und schauen, was dort uns so begegnet. 800 Holz, 100 Steine. Jetzt muss man alles wieder aufbauen. Wer haben wir denn? Goblin. Ost-Naturportal. Kobold-Silo. Sprich mit dem Drachenkönig in der Mine. Wow. Na, wir müssen mal kurz warten, bis wir das voll haben. In der Zeit können wir mal gucken, was wir hier so haben. 15 Gems. Wertvollste Währung im Spiel. Spielen und steigern, boosten. Naja. Wir warten einfach mal. So, da haben wir genügend Ressourcen für den Aufbau. Wir Schmied Eddie lobt uns. Und dafür kriegen wir 10 Material für den Verbesserungsstein. Mhm. Tierangebote, Starter-Kit, Starter-Pet. Brauchen wir alles nicht. Sende einfache Karawane zweimal. Aufwerten. Senden. Einfache Karawane anfordern. Send 500 Dollar. Okay, ich kriege für 500 Dollar 1000 Ressourcen jeweils, ja. Schauen wir doch gleich mal. Verkauf mal kurz mal was. So, 576 Dollar. Außerdem, das hat echt einen Baum, der unendlich groß ist, ne? Schon ein bisschen crazy. Was mache ich das Totem? Verbesserung. Ein Stein aus dem Inventar innen und setze sie in den Platz, was? Du kannst keine Gegenstände in deinem Rucksack. Okay. Würde diesen Stein zuerst in deinem Platz. Aber welchen Stein? Ich habe keinen. Wahrscheinlich brauche ich so eine großen Steine, wa? So, dann lass uns mal die Karawane wegsenden. Gut, braucht das tatsächlich auch, ja. Mögliche Waren, er bringt mir 5, keine Ahnung. Ich brauche wirklich 1000 und 10.000 Holz. Na gut. Dann hat sich das eh erstmal erledigt. Erbaue einen Flughafen. Wer kennt's nicht? Ein Flughafen hier irgendwo. Was haben wir hier? Eine Brücke. Erbaue ein Kobold-Silo. Und das kann ich erst, wenn ich weiter unten gewesen bin. In der Main. Ach, guck mal, hier hinten ist eine Hand. Da hätte ich so oder so lang laufen müssen. Was haben wir hier? Die Schmiede. Ich kann leider keine bessere Hacke machen, ne? Hier brauche ich eine bessere Blaupause. Ein Flughafen für 300 Stein und 50 Kohle. Aber in die Kohle komme ich noch gar nicht so schnell rein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal definitiv ein bisschen farmen. Was wir machen können, erstmal gucken, was wir brauchen, um die Kohle zu farmen. So. Holz, ne? Hast du auch schnell gemacht. Na, so einfach kann's gehen. Komm schon, Schnecken. Gibt's mir. Gibt's mir! Los! Dann können wir in die Kohlemine runter. Und können hier auch theoretisch selber hacken. Na, für Kohle. Jeweils immer ein Stück. Na komm, das kannst du auch noch mitnehmen. Aber... So, was ist das nächste? Eisenhöhle. Brauchen wir jetzt 150 Kohle dafür. Ja, das ist definitiv erstmal dran, dass wir eine Kohleschnecke bauen. Let's go. Lass mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Damit wir genug Geld haben, damit eine Kohlekrabbe gebaut werden kann. Und dann müssen wir erstmal alle anderen aufrüsten. Ich denke, vielleicht werden wir so erstmal alle auf Level 10 machen oder so. Oder? Da wird es uns ein bisschen kritisch mit dem Gold und so. Mit dem Geld.
Wir haben zu wenig Schnecken, zu wenig dies und das und Ananas. Alles verkaufen, ich gegen 900 dafür. Kann ich jetzt also auch eine Krabbe für da unten bauen, ja? Eine Fledermaus, 2500. 6 pro Minute. Das ist jetzt nicht viel, ne? Muss man mal dazu sagen. 300 Holz die Minute, ist aber auch das viel, finde ich. Dann muss man das jetzt. Wir haben 103 Kohle, wo haben wir das denn her? Habe ich auf einmal 103 Kohle? Quest abgeschlossen? Nee, wa? Oh, hier ist eine bessere. Ah, Teil des Winterspitzhacke-Bauplans. Sammle alle Teile, okay. Teil der Donnerspitzhacke-Bauplan. Brauchen wir 6000 Eisenerz. 15.000 Kohle. Geöffnete Tierkisten. Was haben wir hier? Videoticket. Lass mal. Krabbe verbesserte Stufe 5. Denn einfach Karawane zweimal. Dann lass uns erstmal die Krabbe. Ne? Erstmal hier alles verkaufen, hier alles verkaufen. Hier bin ich mir echt unser 16.200 ist zwar echt viel. Okay, wir verkaufen es einfach. Let's go. Wird einen Grund haben, dass wir es haben. Ne? Erstmal die Snagge auf Stufe 5. Nee. Die Krabbe auf Stufe 5 wollten wir. Da will sie wirklich, dass ich auf Stufe 5 verbessere, ja? Oder muss ich mehr Krabben kaufen? Ich weiß nicht. Egal. Fledermaus verbessert auf Stufe 2. Fledermaus verbessert auf Stufe 5, obwohl ich 1 von 3, obwohl 1 von 3 da steht. Snaggen für mehr Holz. Ah, 5 Snaggen. Mehr Krabskis. 15.630, ist ja echt viel, wa? Ist aber echt viel. Können hier alles verkaufen. 1630. Vom Stein kriegen wir auch ein bisschen was. Und von der Kohle 8 Stück. 1200. Okay, 150 Gold pro Ding. Ist schon viel. Kaufen können wir uns auch Stuff, wenn wir wollen. Um, 15.000 brauche ich dafür aber. Wir machen hier auf 18 pro Minute. Ist okay. 21 pro Minute ist auch viel. Ist wirklich viel. Da können wir theoretisch mal unterstützen. Einfach mit Auto klicken. Zack. Und einfach ein bisschen laufen lassen. Habe ich einfach ein bisschen rumgeklickt. Ihr habt mir hier auf dieses Bewerten-Ding geklickt. Ich musste nicht mal eine Bewertung abgeben. Und habe einfach Teil des Demonic Pickaxe Bauplans bekommen. Ein Hühnchenteil. Ich glaube, es hat uns nicht viel gemacht, wa? Beanspruchen mal 4. So, da haben wir die vielfache Belohnung bekommen. 12.600 davon. Wunderschön. Genau, da habe ich noch die Achievements gesehen auf der rechten Seite. Aufrüsten Schnecke. Krabbe und trainieren Schnecke. Klicks ausgeführt 704. Dazu zählt das auch mit, ja, wenn ich einfach Auto klicken lasse. Sehr nice. Ja, das macht es natürlich einfacher, ne? Was haben wir da? Ein Shop. Wir sind schon bei 70 Kohle, 71 Kohle. Und hat super viel Geld, aber wir brauchen halt, um halt zum Beispiel zum Eisenerz zu kommen, noch mehr Kohle, ne? 75 brauchen wir halt mindestens noch. So, da haben wir ein bisschen Kohle gesammelt. Und ein bisschen Holz und ein bisschen dies und das und jenes. Und damit können wir erstmal die Eisenmine freischalten, würde ich sagen. Dafür brauchen wir 150 Dings, 800 Stein, 2000 Holz. Und da im Prinzip können wir jetzt Eisenerz abbauen. Oh, das dauert deutlich ein bisschen länger, wa? Dann müssen wir gleich mal das, das rufen, was das abhacken kann. 220 Eisenerz brauchen wir dafür. Wünschte Artikel, Portalschriftrolle und Bauplan. Naja, gucken wir mal. Erstmal gehen wir hoch, lassen das Eisenerz automatisch abhacken. Und dann schauen wir, was wir noch so machen können. So, die Ratte kann das Eisenerz abhacken. Ich würde gerne noch eine Ratte kaufen. 3 pro Minute ist ein bisschen zu wenig, finde ich.
Wir können mal die Hälfte an Holz verkaufen. Die Hälfte an Stein. Die Hälfte an Kohle. Und Eisenerz lassen wir. 165 Eisenerz. Gib mir das die Ratte mal initial oder wie? Oh. Gut, ein bisschen mehr Floddermäuse. Vielleicht ein paar mehr Snacken. Und eine Krabbe habe ich nicht mehr, okay. Aber manchmal 169 Eisenerz, da kann man ein bisschen mitmachen. Schauen wir mal, was wir am Grund der Höhle finden werden. Erstmal noch ein paar Achievements, die wir mitnehmen können. Na ja, mal die Ratten. Was braucht man hierfür? 1500 Stein und 900 Kohle. Na, mal gucken, was wir zuerst kriegen. Aufrüsten Schnecke, aufrüsten Fledermaus und Klicks ausgeführt. Leider steht nicht da, wie viele genau. Das ist ärgerlich. 10.000 noch, was ich hier gerade war. Der nächste wäre einfach bei 100.000 Klicks, alles klar. Na gut, durch Autos ist das natürlich easy, ne? Fahrt man easy sich durch. Gut, also das haben wir jetzt genug, ne? 220 brauchen wir dafür. Und brauchen noch ein bisschen Kohle. Kann man das in Kohle hacken gehen? Ein bisschen mitmachen. So, da sind wir bei den 800 Kohle-Dingern. Also nochmal 60 Eisenerz mehr. Wir brauchen sogar 900 Kohle. Ist ja voll ätzend. Wir haben auf jeden Fall noch 21.150 Gold. Wir haben gerade wieder so ein Werbeding bekommen. Und wir gucken, ob wir vielleicht den Flughafen jetzt schon zu Ende bauen können. Kann sein, ne? Vielleicht können wir die Quest einfach mal zwischenzeitlich zwischenschieben. Ja, 350 easy peasy Flughafen. Ein Puzzleteil. Kisten. Okay, jetzt erhalten. Verzichte. Aber wenn wir erstmal die Quest abgeschlossen, ist auch nicht verkehrt. Hey Navi, na? Was geht ab? Was soll ich machen? Flughafen gebaut haben wir. Fledermaus auf Stufe 5 verbessert, Rad auf Stufe 2 verbessert. Und wir kriegen hier nochmal einen Shard dieser Spitzhacke. Und hier nochmal für 2500 Holz. Okay. Schauen wir mal, ob wir in der Schmiede was machen können. Nope, immer noch nicht. Sehr bedauerlich. So, wow, was mehr Kohle macht, die Fledermäuse, ne? 67, das ist ein bisschen viel. Echt ein bisschen viel. Dann lass nach unten laufen. Wir haben mittlerweile, nee, haben wir nicht, weil wir irgendwie Kohle rausgehauen haben. Wir brauchen mehr Kohle. Wir können einfach ein bisschen Eisenerz verkaufen. 120.000. Dann können wir uns ein paar mehr Fledermäuschen kaufen. 60 pro Minute. 66, bisschen mehr Stein würde ich sagen, machen wir auch noch. 144, 735 Holz pro Minute ist nicht verkehrt. Nehmen wir mit. So, dann helfen wir noch ganz kurz den Fledermäusen beim Abhacken. Wir haben schon wieder ein Geschenk hier. Können wir uns einfach abholen. So. So, nur aber haben wir hoffentlich genug. Was schon wieder verkackt war. Wir haben so viel Eisenerz verkauft. No! Und wir mussten doch natürlich 900 Kohle sammeln. Habe ich doch gerade schon falsch gemacht. Ach, Manno. Let's go. So, die Ratten leuchten so schön. Weil ich dieses komische Videoding benutzt habe. So. Auf geht's in die Goldhöhle. Jetzt können wir Gold abschürfen. Das dauert doch überhaupt nicht lange. Für eine halbe Minute pro Gold. Aber erstmal ein Gold mitgenommen. Was haben wir hier noch? Goldmine. Und was brauchen wir hier noch? 52 Gold, 1000 Eisenerz, 3000 Kohle. Ist klar. Ja gut, wir kommen jetzt also erstmal hier unten nicht weiter. Das ist schade. Die Ratten, die sammeln fleißig. Das ist top. Die sammeln ja alle wunderbar. Das ist schön. Wunderschön. Auch die sammeln alles. Wunderbar. Und der will mich anquatschen. Was soll ich dir bringen? Erbaue Goldhöhle, habe ich gemacht.
Anfang viermal trainiert. Okay, wir kriegen einen Teil der Winterspitzhacke. Allerdings bringt mir das noch nicht viel. Wieder ein Geschenk. So, können wir was verkaufen? Was kostet ein Gold? 2000. Ja, moin. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Wir brauchen nämlich das, was uns Gold bringt regelmäßig. Und zwar die Höhlenschnecke. 2 pro Minute. 5. 7. Ein bisschen mehr, okay. Ah, ist wichtig. 187 Gold habe ich bekommen initial. Sehr schön. Nehmen wir mit. Kriege ich initial irgendwas? Ne, wir kriegen initial nichts. Okay. Ja, sonst ist alles sehr teuer gerade. Was haben wir hier? Wir haben eine Schriftrolle bekommen, eine Portalschriftrolle Bauplan. Am Ofen kann ich das herstellen und ich habe 5 Stück davon bekommen. Rateverbesserungsstufe 5. 3 von 3. Erbauen Mittel Natur Talportal. 250 Gold brauche ich hierfür. Ja, moin, da, was ich alles brauche, ist ja Wahnsinn. Oh, guck mal, ich kann das hier bauen. Jeweils ein Erz davon. Der Flughafen. Kann ich leider nicht viel mitmachen, ne? So, was haben wir hier? West Naturtalportal. 100, okay. Kann man machen. Das bringt mir jetzt genau was. Und hier weiter? Aha! Oh, kann ich hier nicht rein. Die Wache hält mich auf. Das ist schade. Das ist sehr schade. So, was kann ich jetzt mit dem Portal machen? Gar nichts. Wahrscheinlich brauchen wir noch ein anderes Portal dafür. Um uns Inventär zu seppen. Dann lass uns mal recht das Portal bauen. Trennhaus hatten wir schon. Hier sammelt er unendlich viel Zeug ab. So. Das können wir bauen. Das ist eine Quest gewesen, okay. Teil des Verbesserungssteins Bauplan. Da habe ich noch was. Westnaturportal haben wir auch gemacht. 25.000 und 10.000, wir sind 4. Jetzt kann ich mich wahrscheinlich hin und her warpen. Den kann ich immer noch nicht. Okay. Dann verstehe ich es nicht. Verbesserung. Hier haben wir ein Gasthaus. Senden. Jetzt beenden. Machen wir jetzt beenden. Was bringt mir das? 10 Scherben. Senden. 5 Minuten. Aber einfach nur mal gucken, was es bringt. So, kann man das auch noch bauen? Ne, ich habe leider nicht genug Stein dafür. Tja, was ist jetzt los? Was müssen wir machen? Oh, kriege ich eine neue Spitzhacke? Weiß ich nicht genau. Aber baue Platinhülle auf jeden Fall noch. Guck, ich gleich noch einer anquatscht mit der Quest. Da kann ich diese Portale nicht nutzen. Sehr schade. Zur Schmiede muss ich nämlich einmal kurz hin. Und zu schauen, ob ich diese Blaupause bauen kann. Kann ich nicht. Okay, immer noch nicht. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Jetzt haben wir ansonsten... Naja, erstmal nichts zu tun. Wir gehen mal unten nochmal gucken. Aber Platinhöhle, da war ja auch nochmal so ein Portal gewesen. Aber ich glaube, dafür habe ich jetzt nicht genug Ressourcen, oder? Goldmine. Neu aufbauen. Ah ja, okay. Hier müssen wir jetzt hier rein. Ja gut, meine lieben Freunde. Das war's gewesen mit dem Angespielt. Das ging jetzt auch locker über... Eine Stunde, 16 Minuten habe ich jetzt gespielt. Ja, wenn euch dieses Spiel gefallen hat, Miners Settlement, Idle RPG, könnt ihr euch gerne runterladen, könnt ihr gerne mal selber reinschnubbern. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie wir angespielt. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.